Hugh Hefner, was ist mit dem Playboy-Wohnsitz nach seinem Tod passiert? Nach dem Tod von Hugh Hefner am 27. September 2017 wurde die legendäre Residenz des Playboy-Gründers an Darren Metropoulos, einem jungen Milliardär und Hefners Nachbarn, übergeben, der sie noch zu Lebzeiten des Besitzers kaufte. Jeder fragte sich damals, welche Pläne für das Grundstück der geheimnisvolle Metropoulos wohl hätte. Will Darren der nächste Hugh Hefner werden? Bleibt bei uns, denn wir berichten euch mehr über die Playboy-Residenz. Im Januar 2016 wurde das Anwesen von Playboy Enterprises mit einem Startpreis von 200 Millionen zum Verkauf angeboten. Es wurde schließlich im August desselben Jahres für 100 Millionen verkauft und stellte einen Rekord für den teuersten Hausverkauf in der Geschichte von Los Angeles auf. Aufgrund einer Vereinbarung mit dem neuen Eigentümer konnte Hefner dort bis zu seinem Tod leben und außerdem erhielt er ein Gehalt von 1 Million US-Dollar pro Jahr. Der Erlös wurde an die Firma Playboy übertragen, in der Hefner ein Drittel der Aktien besaß. Darren Metropoulos musste ein Jahr warten, um die Immobilie zu übernehmen, von der er geträumt hatte. Am Tag von Hefners Tod erinnerte sich Metropoulos an den Gründer von Playboy in seiner Erklärung: Hugh Hefner war ein Visionär im Geschäft, ein Medienriese und eine Kultfigur der Popkultur. Ich hatte das Glück, ihn als meinen Nachbarn und meinen Freund zu treffen. Ich spreche der Familie mein tiefstes Beileid aus. Metropoulos war zweifellos begeistert von dieser spektakulären Residenz, denn 2009 kaufte er für 18 Millionen ein Nachbarhaus, das ursprünglich zum Anwesen gehörte und von Kimberly Conrad, der ehemaligen Ehefrau von Hefner, bewohnt wurde. Zu dieser Zeit bot Metropoulos zusammen mit der Firma seines Vaters C. Dean Metropoulos and Company für die Residenz rund 75 Millionen an, aber Hefner lehnte das Angebot ab. Seitdem hat Darren den von ihm gekauften Teil renoviert, um seinen ursprünglichen Zustand wiederherzustellen. Da er über eine Fläche von mehr als 20.000 Quadratmetern verfügte, bereitete er 2017 genug Platz vor, um einen Vergnügungspark für Erwachsene zu schaffen. Aber wer ist wirklich dieser Mann? Wir wissen nicht viel über Darren Metropoulos und wenn wir in verschiedenen Quellen recherchieren, können wir widersprüchliche Informationen über ihn finden. Einige sagen, dass er der Sohn eines wohlhabenden Vaters ist, der sich nur für Partys und Luxus interessiert, während andere sagen, dass er im Gegenteil das Geschäftstalent seines Vaters geerbt hatte und eine wichtige Funktion im Unternehmen innehat. Eins wissen wir mit Sicherheit, dass Darren Metropoulos den Ruhm seinem Vater verdankt, der ein genialer Geschäftsmann ist. Er machte ein Vermögen von 2,6 Milliarden Dollar. Der Unternehmer kauft bekannte Firmen, die sich in der Krise befinden, hilft ihnen wieder erfolgreich zu werden und dann verkauft er sie mit großem Gewinn. Das gleiche Verfahren wurde unter anderem in den Lebensmittelunternehmen Hostess und seinen Sternenkuchen Twinkies, Chef Boyardee und Pabst durchgeführt. Die Firma Pabst Brewing wurde von Metropoulos 2010 für 250 Millionen Dollar gekauft und 4 Jahre später, im Jahr 2014, wurde sie für rund 700 Millionen verkauft. Ohne Zweifel weiß Metropoulos, was er tut. Es scheint, dass Darren den Kauf der Playboy-Residenz als Investition für das Geschäft seines Vaters gesehen hat, denn sie hat ein unglaubliches Geschäftspotenzial. Und obwohl viele Leute Darren für einen ernsthaften Geschäftsmann halten, muss gesagt werden, dass er keinen Universitätsabschluss hat. Er begann einfach mit seinem Vater zu arbeiten. Allerdings überzeugen einige seiner Aussagen aus den letzten Jahren von seinem Professionalismus gar nicht. Einmal erzählte Darren einem New York Times Reporter, er habe mehr Frauen als alle anderen dicken Männer gehabt, außer Pavarotti. Obwohl wenig über ihn bekannt ist, deuten seine Handlungen, die er im Zusammenhang mit dem Wohnsitz getroffen hat, darauf hin, dass es sein Traum ist, der nächste Hugh Hefner zu werden oder zumindest das auszunutzen, was Hefner zurückgelassen hat. 2012 mietete er die Playboy-Residenz für eine Party, die das von Pabst kreierte Cold 55-Getränk bewarb. Er lud dazu unter anderem Snoop Dogg ein. Vielleicht geht es also nicht nur ums Geschäft. Bis 2017 wurde die Residenz restauriert und der alte Glanz wiederhergestellt. Das Letzte, was wir über diese Immobilie wissen, ist, dass am 4. Juli 2018 dort eine Party mit berühmten Gästen wie Sean Combs und seiner Familie und zum Beispiel dem UFC-Spieler Chuck Liddell stattfand. Es wurden Feuerwerk, 29 luxuriöse Zimmer, ein Zoo und Höhlen mit Pools vorbereitet, um alle Gäste zufriedenzustellen. Und natürlich Dutzende von Hasen. Wir wissen auch, dass Quentin Tarantino einen Teil seines Films Once Upon a Time in Hollywood in der legendären Villa in Los Angeles dreht.
Es scheint zweifellos, dass Darren sich wunderbar amüsiert und wer weiß, womit er uns in Zukunft noch überraschen wird. Wir sind gespannt, was ihr über Darren Metropolis denkt. Ist es möglich, dass er der nächste Hugh Hefner wird? Wir warten auf eure Kommentare, Likes und eure Abos. Bis zum nächsten Mal.